Falls du es noch nicht bemerkt hast, all meine Free Presets sind nicht mehr existent. Beziehungsweise die Links dazu. Und das hat alles mit dem Download Manager zu tun, den ich nutze, um diese Free Presets für euch zur Verfügung zu stellen. Der sich jetzt überlegt hat, nur diese Beschreibungsseite, die bringen wir nicht mehr in der Free Version. Und einfach diese Beschreibungsseite gestrichen hat, weshalb ihr nur noch Kommentare schreiben könnt. Falls du auf meiner Webseite warst, hast du das höchstwahrscheinlich schon gesehen. Aber diese Links gibt es noch. Du musst sie dir bloß aus der entsprechenden Kategorie suchen und den Download-Button in der Karte klicken. Ihr merkt selber gerade, ich bin wütend und ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen soll, weil Zeug, wo ich meine eigene Zeit reinstecke, was ich for free in die Welt gebe und dafür dann noch was bezahlen, dass ich das machen kann, fühlt sich für mich nicht richtig an. Und auf der anderen Seite, all diese ganzen 80 Posts zu überarbeiten, so dass sie wieder ganz normal für downloadbar sind und dann auch noch alle YouTube-Videos, die dazugehören, zu überarbeiten, dass die Links stimmen, nimmt mir locker 2 bis 3 ganze Arbeitstage raus, die ich einfach gerade nicht habe, weil ich bis hierhin mit Arbeit voll bin. Von daher, seht's mir nach, sucht euch den Download aus den Kategorien raus, es funktioniert immer noch. Aber, oh, sorry dafür. Und falls ihr euch bei irgendjemandem beschweren wollt, beschwert euch bei dem Download Manager Plugin, die jetzt in der neuen Version diese Infoseite rausgekürzt haben. So viel dazu. Ich melde mich mit einem Update dazu, aber ich weiß gerade nicht, wo mir der Kopf steht. Ciao.